Drum saget der heiligen Frube, unsere Kaiserin Priadne, nicht die Tapferkeit der Heiden lässt sie den heiligen Legioniten des Herrn Praios in ihren Welten widerstunden, sondern ihr widerliches Gewürm. Da ist eins, Feder nennen sie's. Glücklich, der vorzeitig sieht seinen ekligen Schleim, doch verloren versieht die Würmlinge selbst. Denn alsbald ist es grün und gelb in der Luft und von seinen Horten. Es lässt sich nieder auf Mann und Pferd, da hilft auch kein Rüstzeugs, kriegt der Würmling ja selbst unters Visier. Priokal, Rittmeisterin Ulrike von Tramp. Siebter Bericht, 353, Bosporans Fall. Über die Maraskan-Federn. Vom maraskanischen Stachelschwein. Etwa 4 Spann groß wird das maraskanische Stachelschwein, welches am ganzen Körper Stacheln trägt. Meist sind sie zurückgekämmt, doch wenn das Schwein sich in Gefahr wähnt, stellt es die Stacheln auf und schleudert sie auf Angreifer. Man solle sich in Acht nehmen vor diesem Vieh, das das Unterholz des Dschungels durchwühlt, denn wie alle Tiere auf Maraskan, so kann auch das Stachelschwein Menschen gefährlich werden. Aus dem Bestiarium von Belhanka. Belhanka, Auflage 1027, Bosporans Fall. Setzt man das Chaos als Quell der Veränderung, dann repräsentiert Amazeroth mehr als alle anderen Mächte der Verderbnis das Chaos in seiner reinsten, pristinsten Form. Deswegen verdient kein anderer Erzdämon mehr furchtsamen Respekt und mehr unermüdlichen Widerstand und stachelt uns mehr an, den Göttern auf immer treu zu sein. Inquisitor Praionor Grauenstein beim Romulus Enklave. Aufzeichnung später zum Hereticus Extremis erklärt. So sitzt ihr auf dem Baum. Schlafen konntet ihr noch nicht wirklich. Der Regen hat aufgehört und der Maran ist verschwunden. Doch das Kreischen ist weitergegangen, die Affen keckern. Und ihr kommt immer noch nicht zur Ruhe. Ich muss sagen, es ist bemerkenswert. Seht euch dies an, sagt Serpentivio, als irgendwie an einem Ast frischt und ein paar Blätter von eben jenem pflückt. Seht einmal, sie stehen voll in Farbe. Ja, und? Nun, wir befinden uns nach Auskunft unserer tapferen Führer weniger als 6 Meilen von unserem Ziel. Wie kann das sein? Den Berichten aus Schwarz-Dobedien zufolge sind nicht nur um die Unheiligtümer, aber gerade um sie sehr weitgreifende Brachen, möchten wir das mal so nennen, mit mehreren Dutzend bis zu 100 Meilen im Ausmaß entstanden, die Lebewesen teils getötet, teils verformt, teils irgendwas dazwischen haben. Warum hier nicht? Sumo findet ihren Weg. Ihr habt tatsächlich recht, und so haben sich auch die Lebewesen in Schwarz-Dobrien und ihre neue Umgebung angepasst. Aber das meine ich ja. Dieser Baum hier sieht kaum anders aus als der Mangrovensumpf, in dem wir gelandet sind. Es scheint so, als hätten sich die Verderbnis bis hierhin kaum fortgesetzt. Warum, frage ich mich. Du willst dich doch nicht beschweren, oder? Beschweren? Oh nein, nichts ist mehr ferner. Wisst ihr, wie sehr es da stinkt? Der Punkt ist jedenfalls, es interessiert mich, warum dieses Phänomen, wann das man uns beschrieben hat, scheinbar so sehr lokal auf diesem Feld auf der Seeschlange begrenzt zu sein scheint. Wenn dort wirklich eine Porte des Grauens geöffnet wurde, muss es irgendeine sehr ausgefallene Möglichkeit gegeben haben, sie im Zaum zu halten. Bisher hatte ich den Eindruck, dass die Verderbnis eher fleckenhaft ist. Wir haben durchaus schadhafte Stellen gesehen, aber ihr habt recht, wo wir uns gerade befinden, sieht das für meine Augen zumindest recht normal aus. In der Tat. Naja, meine Vermutung ist, das wird sich vermutlich alles im Wasser befinden. Nun, Serpentilio, wisst ihr, wie ein Pilz wächst? Von unten nach oben. Aber ich nehme an, ihr habt etwas Ausgefalleneres im Sinn? Ja, in der Tat. Stellt es euch so vor. Das, was wir als Pilz kennen, ist eigentlich nur der Fruchtkörper. Also der Hut mit dem Stiel. Das ist mir bewusst. Der eigentliche Pilz ist das Myzel, welches sich im Boden befindet. Er breitet sich über die ganze Fläche aus, aber
Nur an wenigen Stellen kommt der Fruchtkörper zum Vorschein. Möchtet ihr also darauf hinweisen, dass sich die dämonische Korruption des Umlandes in Wahrheit nur in eben jenem befinden könnte? Nun, es wäre zumindest eine Möglichkeit, eine Hypothese. Dies wäre aber dem Wesen der siebten Sphäre sehr feind. Wie gewöhnlich bahnt sich die Korruption durch die Berührung des Dämonischen ihren Weg dort, wo sie will und dort, wo sie es kann. Eine Zurückhaltung zu erwarten wäre tatsächlich ein, ich will nicht einzigartiges, aber mir unbekanntes Phänomen, das ich sehr gern studieren würde. Hätten wir nur die Zeit. Aber Kapitän, wir sind ja mit einem anderen Ansinnen hier. In der Tat. Nun, ich postuliere ebenfalls, dass dieser Friedhof der Seeschlangen schon sehr alt ist. Weit älter als das Menschengeschlecht, vermute ich. Ich vermute, die alten Echsen haben etwas getan, um nun ja die Auswirkungen etwas einzudämmen. Ich möchte außerdem darauf hinweisen, dass diese Krokodilmenschen durchaus korrumpiert aussahen. Vermutlich wird dies ihre Anbetung des Erzdämons, den sie Karibis nennen, zugeschrieben sein. Die Echsen, die alte Hochechsenkultur zumindest, machte einen bemerkenswert geringen Unterschied zwischen Geweihten ihrer Götter und den Paktierern der Erzdämonen, so wie sie denn überhaupt identifizieren konnten. Beide wurden mit einem Wort belegt, das ich in unserer Sprache übersetzt grob mit der, dessen Seele verdorben ist, übersetzen kann. Nun, die Achas fürchten auch ihre Götter, nicht wahr? Viele Achas, zumindest meiner Erfahrung nach, haben den Kontakt zu ihrer alten Hochkultur verloren. Aber ja, ihr habt recht. Auch wenn sie vielleicht nicht mehr genau wissen, wieso. Nun, ich vermute, es hängt mit dem goldenen Drachen zusammen. Wie ihr wisst, wurde auch dieser von den Echsen angebetet. Übel. Nun, wir wissen, was aus dem goldenen Drachen wurde und nun ja. Ja, wir Zwerge haben ihn getötet. Nicht ganz, aber lassen wir das. Nein, ihr habt ihn nicht getötet. Selbstverständlich. Es war ein anderer alter Drache. Ihr solltet die Geschichte studieren. Wer von uns lebt denn länger? Die Frage ist hier nur hier tatsächlich, war der alte Drache Pyrdakor tatsächlich ein sterbliches Wesen und konnte er getötet werden? Natürlich. Und wenn nein, wohin ist seine Essenz also entschwunden? Denn, Kapitän, wie ihr sicherlich wisst, streckt ihr einen Dämon in der dritten Sphäre nieder, manifestiert er sich in der siebten erneut, nach mehr oder weniger viel Zeit. Und streckt ihr einen Abgesandten der Götter nieder? Dies ist Spekulation natürlich, sollte dieser sich in Alra neu manifestieren. Wo also könnten wir die hypothetische Seele eines entmanifestierten Pyrdakor erwarten? In seinem Karfunkel, das ist doch klar. In der Tat. Wir hatten schon einmal das Vergnügen mit dem schwarzen Drachen. Nun, dieser Karfunkel wurde gesichert. Und da ein Teil von Pyrdakors Essenz in dem Alagrim aufgegangen ist, der wiederum von besagtem schwarzen Drachen in Besitz genommen worden ist, und diesen schwarzen Drachen haben wir Zwerge wunderbar besiegt. Gerne geschehen nochmal an dieser Stelle. Machen wir jetzt den schwarzen Drachen besiegt? Bei allem, was ich hörte, war es Jaran Greifenmund, der mit der Lanze Finsterfang den schwarzen Drachen niederstreckte. Nein, es war der graue Mann, den ich herbeigerufen habe, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Es war ein Zusammenspiel. Streicht nicht immer die Lorbeeren ein für Sachen, die ihr nicht allein getan habt. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall verwahren wir besagten Karfunkel. Oh, wenn ihr wüsstet, welch großartiges Privileg es ist, bei all diesen Dingen dabei gewesen zu sein. Nun, nicht, dass es für mich von professionellem Interesse gewesen wäre, aber nichtsdestotrotz, wie fühlt es sich an, Boltax, dabei zu sein, wenn Geschichte gemacht wird? Ja, normal, irgendwie. Es ist mir jetzt nicht besonders vorgekommen. Es war natürlich schön, den Drachen zu töten. Ja, das war ein sehr befriedigendes Gefühl, das kann ich euch sagen. Aber es hat sich jetzt nicht so angefühlt, als wäre es etwas Besonderes. Sehr bescheiden von euch. Sie sind fast gestorben dabei. Naja, ja, das passiert doch häufiger. Aber mir, es war nicht das einzige Mal, wo wir fast gestorben wären. Nun ja, irgendwann erreicht uns unser Schicksal.
Ich muss sagen, dieser Aspekt des für euch arbeitens, Kapitän, behagt mir ganz und gar nicht. Aber ich nehme ihn willens in Kauf. Nun, Macht will errungen werden. Und dies ist der Preis dafür. Es ist vermutlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht hier bin, um irgendeine Art von Macht zu erringen. Nun, Macht ist Wissen. Wissen ist Macht. Nicht und selbstverständlich, Kapitän, nehmen wir alles mit, was wir auf dem Weg kriegen können. Aber dafür sind wir trotzdem nicht hier. Ja, wir sind hier, um zu schlafen. Nicht wahr? Ansonsten hätte es sich nicht gelohnt, auf den Baum hinaufzuklettern. Ja, wir sollten versuchen, etwas Schlaf zu finden. Ich rutsche mal unbehaglich auf meinem Stamm hin und her. Nun, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Ja, gute Nacht und träumt nicht. Der Scherz, gute Nacht. Hier, auf diesem Baum. Ich verstehe nicht, wie man im maraskanischen Dschungel überhaupt ein Auge zukriegen kann. Bin gefühlt schon 2 Tage wach. Ja, schlaft, wenn ihr könnt. Von gut will ich gar nicht reden. Ein paar Stunden später. Rafim. Du bist gewandert den ganzen Tag. Du hast die Kämpfe überlebt. Und dann öffnet sich vor dir die Klamm zu der Bergwelt, in der du wohnst. Ein dampfendes Dschungeltal. Der Weg führt hinab zu einem dicht bewachsenen Urwald, aus dem herausfordernde und bizarre Schreie erklingen. Zu allen Seiten erheben sich die Felsen in einschüchternder Höhe und auf anderen Seiten entdeckst du eine stufenförmige Pyramide, ein Bau, der in die Berge hineingewachsen ist, eine Ziggurat, gewaltig groß. Du kannst davor die riesigen Echsenwesen erkennen. Nicht nur Statuen, sondern lebende Wachen, Marus, die dort flankieren. Gehst an ihn vorbei, nickst ihn zu, blinzelst mit deinen 4 Augen. Und reibst dir noch einmal über deine Blätterhaut, die Verholzung, die dich seit 2 Tagen quälen. Deine Organe haben sich etwas verschoben, aber es sind mehr geworden. Du hast die Kämpfe überlebt. Als du dann von den Plattformen zur Herzkammern und den Glyphenkammern schreitest und dann vor dir deinen Herrn Meister siehst. Die gewaltige Skretschu, die dort liegt und schläft und dich betrachtet, aus todlosen, schlafenden Augen. Ja, ich würde mich noch einmal umschauen und mir dabei über die holzige Haut fahren. Enttäuschend, dass ich noch lebe. Die Skretschu erhebt sich mit ihrem schlangenartigen Körper, beginnt sich aufzurichten mit ihren Armen, betrachtet dich, nickt dir zu. Es sind Geschenke. Akzeptiere sie. Eure Geschenke sind von geringer Qualität. Und mit den Worten würde er sein Durchziehen und ihn selber über die neue, faltige Haut ziehen. Seht ihr, das alles, ist das schon alles? Du spürst ihren Zorn aufflammen und du siehst, wie der gewaltige Splitter, den sie sich in den Kopf getrieben hat, anfängt zu zucken, zu pulsieren. Und ein Windstoß aus Magie, der aus ihr, aus ihrem Körper heraus auf dich zurast, bis zu einem Nebelleib. Deine Arme verschwinden wieder, du spürst die Kornglut, gleichzeitig Firons Winter. Du fängst an zu schwitzen und zu frieren, gleichzeitig ein Kribbeln, was durch deine Haut läuft. Und dann reißen deine Glieder. Du erwachst. Spürst, wie unter dir im Baum irgendetwas schubbert und den ganzen Baum bewegt. Als du die Augen aufschlägst, siehst, dass die anderen noch mitten in der Nacht schlafen, kannst du ein gewaltiges Wollhorn-Mammut erkennen, was euch unter euch gerade im Baum schubbert. Ich hasse diese Insel.
Ich würde mal, wer auch immer am nächsten zu mir liegt, mal an der Schulter anstupsen. Zulamin. Aufwachen. Als du Zulamin anhaust, kannst du sehen, dass ihre Augen geöffnet sind und sie mit bleichen, todlosen Augen in die Wipfel starrt. Ich hasse diese Insel. Ich würde tatsächlich mal mich an meine Unterrichtsstunden mit Abel mir versuchen zu erinnern, ob mir das irgendwas sagt. Ja, Magiekundeprobe. Plus 3. Das würde ich sogar schaffen. Ja, nach den Kämpfen, die du am Vortag bereits mitbekommen hattest und den wenigen Unterhaltungen, die ihr in den Stunden geführt hattet danach, hast du wohl Raunen und Flüstern hören, dass Zulamin wohl ein Medium sein soll. Sie spricht mit den Geistern. Oh. Ist sie immer noch am Baum festgebunden? Ja, wie auch gestern hat sie sich selbst und euch teilweise mit angebunden. Dann möchte ich tatsächlich erstmal wach bleiben und das Ganze beobachten. Zulamin, du stehst in einer gewaltigen Grotte in einer Kaverne. Du hast vor wenigen Zeitpunkten die Knochenwürfel verteilt über der sandigen Oberfläche. 16 sind stehen geblieben. Über einem Baumknochen. Ein weiteres Zischen, was es von dir gibt. Und du weist deine Krieger an. Den Ritualplatz. Die heilige Stätte der Kerubits. Zu verteidigen. Schick deine Krieger los. Geht. Tötet sie. Das ist der Ort. Sie sind auf diesem Baum. Und auf diesem Baum schreckt Zulamin plötzlich auf. Das Weiße ihrer Augen verschwindet wieder im Schädel und sie starrt Raphim an. Sie kommen. Wer kommt? Die Echsenmenschen. Ich war im Kopf ihrer Priesterin. 16 Knochen. Sie symbolisieren uns. Sie hat sie geschickt, dass sie zu uns kommen, um uns zu töten. Ramin wirft einen Blick nach unten. Vielleicht sind sie schon hier. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt in diesem Augenblick ereignet hat. Wacht auf! Ich bin größtenteils wach. Was gibt es denn? Wir haben noch einige Stunden zu schlafen. Was ist los? Das ist nur ein Wollnashorn. Was ist denn los? Kann man nicht mal in Ruhe hier auf dem Baum schlafen? Ihr könnt schlafen? Macht euch bereit. Wir werden angegriffen. Was? Wer ist da? Wir greifen uns an? Ich guck mich mal runter. Vermutlich diese riesige Echse. Noch ein halbes Stundenglas. Diese Echsenmenschen, sie haben sich... Ich denke, es war soeben. Sie haben sich soeben auf den Weg gemacht. Ich glaube, vom Unheiligtum aus. Da war eine Priesterin, vielleicht auch Paktiererin. Ich weiß es nicht. Sie hat die Knochen geworfen und herausgefunden, wo wir sind. Sollten wir dann nicht so sehen, dass wir hier wegkommen? Woher wisst ihr das überhaupt? Ich habe es gesehen. Im Traum? Wir sollten all die Träume für Wirklichkeit nehmen. Sie sind kein Zufall. Aber es könnte genauso sein, dass gerade jemand diesen Traum eingepflanzt hat, um uns zu überraschendem Handeln zu bewegen. Da hat er nicht Unrecht. Träume sind etwas Böses und man sollte darauf verzichten, alles zu glauben, was man träumt. Und das Hervorrufen von Albträumen ist der leichteste Dienst, den man einen Dämon abbringen kann. Ich denke nicht, dass wir den Baum verlassen sollten, oder? Es ist gefährlich am Boden, aber wir sollten uns bereit machen. Sagt einmal, ich guck mir zum Führerraum, gibt es hier einen anderen Baum in der Nähe? Weil die Typen auch jeden einzelnen Baum hier in der Nähe kennen, ja? Keine Ahnung. Wir haben auf dem Weg einige Bäume betrachtet und das ist dieser, der für diese Nacht in Frage kommt. Wir können uns natürlich auf den Baum Spitzen bewegen von Baum zu Baum, aber
Wenn ihr ungeschickt seid und nach unten stürzt, dann sind wir nicht schuld. Ach, ich habe eine Idee. Warum lassen wir nicht einfach das Wollnashorn die Arbeit für uns erledigen? Mit so ein paar Echsen wird es bestimmt fertig. Was habt ihr vor? Ja, ich bitte es, uns zu verteidigen. Ich sehe zumindest davon ab, dass wir jetzt von diesem Baum heruntersteigen. Wir haben von unserer Position aus noch grob 6 Stunden bis zur Küste. Ich weiß nicht genau, wo dieser Friedhof, dieser Ritualplatz ist, aber selbst wenn sie jetzt aufbrechen und schneller sind als wir, haben sie sicherlich noch 5 Stunden, solange wir hier verharren. Laufen wir ihnen entgegen, dann treffen wir uns in der Mitte, aber wie gesagt, ich würde gerne noch 2 Stunden auf diesem Baum bleiben. Wir könnten diese Information nutzen, um ihnen auszuweichen. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wenn ihr schlafen wollt, dann schlaft noch. Ich bleib wach. Ich halt Wache. Und falls euch irgendwas zu uns in die Nähe wagt, dann werdet ihr schon durch meine Schüsse wach. Könnten wir ihnen irgendeine Art von Falle stellen? Ich meine, Diamantes mit seiner Waffe zählt gewiss als Hinterhalt, aber gibt es sonst irgendetwas, was wir tun könnten? Nun, wir wissen nicht, aus welcher Richtung sie kommen. Naja, vor allen Dingen das Gelände ist deutlich in ihrem Vorteil. Sie sind praktisch gemacht für dieses Gelände. Können wir davon ausgehen, dass sie von unten kommen? Ich gehe davon aus, ja. Sie müssen irgendwie diesen Baum erklimmen. Nun, ich dachte, wir wissen nicht, aus welcher Richtung sie kommen, in welcher Himmelsrichtung. Nun, sie kommen wahrscheinlich, wie Zolamine sagte, aus der Richtung des Unheiligtums. Das ist richtig, aber Nordosten. Gut, aber nichtsdestotrotz müssen sie ja nicht den direkten Weg nehmen, wenn sie uns schon erreicht haben. Sie können sich ja verteilen. Tatsächlich ja, aber sie erwarten uns ja schlafend und ungewahr vorzufinden. Wenn wir annehmen, dass ihre Vision Richtigkeit hat. Kapitän, dies ist vermutlich der beste Zeitpunkt, um euch darauf hinzuweisen, dass ich meine 3 vom Lehrplan vorgeschriebenen Bandschwertfechtenstunden geschwänzt habe. Das ist nicht gut. Aber das ist euer Problem. Nun, ihr werdet wahrscheinlich in der Praxis lernen müssen. Gut. Was für Art von Fallen können wir Ihnen stellen am Boden? In Ihrem eigenen Dschungel, in Ihrer Heimat? Wahrscheinlich keine. Sulamin, waren unter denen, die ausgeschickt wurden, magisch begabte Wesen? Ich weiß es nicht. Das sieht man ihnen ja nicht an, oder? Nun, es hätte sein können, dass euer Traum etwas nun ja deutlicher war. Nein, leider nicht. Ich bin nicht einmal völlig sicher, wer oder was ich selber war. Naja, also ich war so eine... Naja, ich war noch keine Hexe, aber fast. Ich habe diese Riesenhexe getroffen. Ihr wart was? Auch in dem Traum? Glaub ein anderer oder nicht, Sulamin. Also du warst bei mir nicht da. Oder warst du eine Hexe? Erzähl doch einfach. Naja, ich bin in einer Art riesigen... Naja, vielleicht würde man es sowas wie ein Tempel nennen, marschiert. Meine Haut war ganz... Na, holzig, würde ich fast sagen. Und da drin schläft irgendeine Riesenhexe. Also wirklich groß. Aber das Wesen habe ich vorher noch nie gesehen. Das würde dieser Kriegsschauplatz vor einem Tag erklären. Anscheinend kämpfen Echsen gegen Echsen hier. Ja, aber es war irgendwie magisch, müsst ihr wissen. Eine magische Hexe. Nun, vermutlich ist sie auch ein Paktierer. Welcher Art auch immer. Ja, da bin ich überfragt. Ich vermute eher entweder dem Herrn der verdorbenen Elemente oder der ewigen Wandlerin. Ich versuche mich zu erinnern. Ich habe nicht irgendwelche Leute hierher geschickt, sondern jemand Besonderes, einen Krieger, einen Auserwählten von Krtonk? Dies wäre der
auch der exische Name für den Nirkonen. Es ist Kretonch. Zumindest in dem Exisch, das man mir gebracht hat. Nun, wenn wir, nun ja, den Kampfplatz vorbereiten, ihr erinnert euch an Janka und was ich mit einem Bolzen damals von Diamantis ausrichtete? Es sind Echsen. Ich sage es nur. Echsen sind leicht zu bezwingen. Wenn ihr ihn an eine Falle stellen wolltet, wir könnten von dieser Option zurückweichen und einen Kampfdämon hier lassen. Kein Dämon. Etwas Ähnliches. Beherrsche den Cantus Pandemonium? Selbstverständlich. Gut, das wäre eine Option. Ich schaue Raphim an. Vielleicht waren wir doch im gleichen Traum. Sagt ihr Fasrosir? Oder so ähnlich etwas? Gott, im Traum, Göttin, im Traum habe ich das viel einfacher ausgesprochen. Jetzt muss ich die Frage jetzt aufstellen, denn da verlässt mich meine Metakenntnis. Was bedeutet das? Ist das so? Das ist ein exischer Name. Ah, okay. Ah ja, also, ich bin marschiert an so Wachen vorbei und dann war da die riesige Echse und die hat mich mit Magie zerrissen. Es war irgendwie seltsam. Vielleicht ist es eine Parabel, dass wir riesige Echsen mit Magie zerreißen sollen. Nein, daran erinnere ich mich nicht. Aber nun ja, wenn es dieser Krieger ist, der zu uns kommt, dann nun, dann ist es sicherlich jemand in Raphims Liga. Echsen sind anfällig gegen Kälte. Ich will es nur einmal gesagt haben. Nun, beherrscht ihr denn einstöckige Kältezauber? Selbstverständlich. Zum Beispiel? Also den Frigifaxius zum Beispiel. Nun, wenn ich mich nicht täusche, ist diese Art von Kampfzauber allerdings reichlich ungeeignet, um mehr als einen Angreifer zu beseitigen. Naja gut, das ist natürlich auch wieder richtig. Ich kann zwar den Caldofrigo ein bisschen, aber naja. Oh, auch der Stillstand basiert ja ein Stück weit auf dem Element der Kälte. Ja, allerdings ist die Eiskomponente hier, wenn ich mich nicht täusche, dafür zuständig, die Bewegung selbst zu gefrieren und nicht das Opfer. Das ist wahr, aber sie kühlt die Umgebung auch merklich ab. Sie macht nicht wirklich Schaden, aber einer Echse dürfte es zumindest deutlich schwieriger fallen in dieser Umgebung als einem normalen Menschen.